Okay, weiter geht's. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Wie sieht das denn aus? Farbgebung ist auch mal interessant. Aber ich kann wieder mal nicht sehen, wie groß das Video wird. Kriegt mich doch. Na toll. Hey. Was ist das denn? Boah, der Boss lässt sich echt immer wieder was Neues einfallen. Vor allem lässt der Boss sich nämlich immer was einfallen, dass man eigentlich mit der Super Mario Bros. X Engine gar nicht geht. Also er hat Ideen, auf die ich nie kommen werde. Da hat's jetzt geleckt. Na toll. Boah, das ist ja mal ein Fieslingslevel, ey. Dieser Lahmarsch. Was bringt der denn nicht einfach? Also irgendwie kriege ich es gerade überhaupt nicht hin, weil ich mich so blöd anstelle. Gleich wieder diese fiesi-miesi Feuerschranken. Ach toll, und man prallt sogar von diesen Aufzügen ab, wenn man von unten dagegen springt. Aber warum zum Teufel ich jetzt eigentlich hier solche Probleme habe, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Also durchzukommen ist an sich jetzt natürlich nicht schwer, aber an den Pilz ranzukommen. Das ist ja auch mal wieder eine fiese Stelle. Der Boss hat sich ganz offensichtlich zum Ziel gemacht, in diesem Spiel nichts leicht zu machen. Abgeholt. War nämlich das, dass ich vorhin unnötig verloren habe. Na toll, jetzt kommen Geister. Kriegt man vielleicht was, wenn man diese Erschis hier killt? Schade. Vielleicht kriegt man aber was, wenn man bestimmte Geister killt. Vielleicht kann man die ja killen. Ja, tatsächlich. Man kriegt anscheinend nichts dafür. Bah! Oh! Da kommen jetzt solche. Habe ich jetzt natürlich mal wieder richtig klasse hingekriegt. Will ich hier aber natürlich links hoch. Wobei, erstmal hier lang. Aber wenn man da jetzt nämlich links hoch geht, dann kriegt man den E-Tank. Tuck, tuck. Oh nein, daneben!
weil Moment mal. Nee, so war das nicht gedacht. Da kommen viel zu viele Kugelwillis. Mal sehen, wie unbesiegbar der Sichtermeister hier ist. Sieht ja erstmal ganz normal aus, aber wahrscheinlich wird dann wieder die... Na toll! Und ich habe gedacht, ich müsste die Teile auffangen. Aber wahrscheinlich kommt da was, das man auf den Sichtermeister werfen muss. Wie mache ich den Boss jetzt weg? Kann ich den Boss überhaupt wegkriegen? Ah, okay. Na toll, ich verliere! Weil der Sichtermeister zeigt's mir! Der Sichtermeister geht nicht! Da kann man nur alle gemacht werden. Vor allem, dass einen die Teile killen, die der Sichtermeister wirft. Da rechnet ja auch keiner mit. Dann kommt nämlich wahrscheinlich noch eine zweite Form, wo ich erst recht keine Chance habe. Boah! Na toll, und dann werfe ich daneben. Ist das ein Luschi mit einem luschen Wurfarm, der noch nicht mal so weit werfen kann wie ein Mädchen? Kann der nicht einmal normal werfen? Na, da kommt natürlich noch eine zweite Form. Nicht? Naja, das war ja auch schwer genug. Boah, also wenn es so weitergeht, dann werde ich ja später gar keine Chance mehr haben. Hä? Natürlich habe ich irgendwas falsch gemacht und bin als Mario da rein. Also ich habe anscheinend eine Taste gedrückt, mit der man den Charakter wechselt. Das wollte ich gar nicht. Okay, jetzt aber. Wahrscheinlich Treibsand, oder? Ist das ein kleiner Luschi? Mal sehen, ob es doch diese Schneestürme gibt. Hä? Er kann sich da ja fast nicht bewegen. Hä, was zum Teufel geht? Der ist ja super langsam in dem Treibsand. Kann man das irgendwie so machen, dass der schneller macht? Anscheinend nicht, oder? Ist der lahm? Wie hat der Boss das denn hingekriegt, dass man da so lahmärschig wird? Mond geholt! Eigentlich wäre da nämlich normalerweise Strudel gewesen, die übrigens einen Schwärmelbüschel hat.
Ach, jetzt sind die Teile mittlerweile auch gegen Eis immun. Waren sie nämlich ursprünglich, glaube ich, nicht. Das hier wird ja jetzt auch ziemlich schwer. Hier ist nicht getroffen zu werden. Ist das ein Versager? Ey! Das soll aufhören, sich so blöd anzustellen. Wenn es so weitergeht, bin ich jetzt nämlich schon wieder bald tot gemacht. Tuck, tuck! Achso, das war es ja noch gar nicht. Normalerweise kämen hier nämlich so, sogenannte erotische Mädchen, die es hier aber leider auch nicht gibt. Wer rechnet denn mit sowas? Das ist ja vielleicht mal mies. Im normalen Freudensachel wäre es jetzt so, dass eine Fake-DB kommen wird. Mal sehen, was hier kommt. Hä? Sieht bis jetzt noch nicht so schwierig aus. Hä, na klar, da kommt natürlich wieder was. Vor allem gleich so viele. Na toll. Hä, Glück gehabt, dass die sich auflösen. Ganz knapp. Ich freue mich auch dann bei dem Boss Rush. Auch alle Bosse so extra schwer sind. Wahrscheinlich schon. Ach so, das sind wieder solche kleiner Machtpilze. Warpzone eingelöst. Na klar. Höhle, ist sogar was drin. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ziel erreicht. Vor allem alle außer mir haben erstmal so, waren in ihren Let's Plays so ganz komisch und haben so getan, als wären sie jetzt total sprachlos, nur weil das ein bisschen an Super Mario erinnert. Also, das glaubt natürlich keiner, dass sie das ernst gemeint haben, sondern die haben da einfach nur rumgeschauspielert, wenn du mich fragst. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen lustig, aber die haben es ein bisschen übertrieben mit dem so tun, als ob. Das fällt halt aus. Na toll. Da ist bestimmt auch noch mal was hinten dran, das man nicht sieht. Abkürzung einlöst. Und jetzt? Wie kriege ich das jetzt, ohne tot zu gehen? So, etwa einfach so. Dann ist es ja gar nicht mal so schwer. Mittelpunkt erreicht. Normalerweise gibt es hier eine Abkürzung. Ja, Glück gehabt, die gibt es ja auch. Da muss man nämlich an den sogenannten Köter-Typis nicht vorbei. Zumindest wären das in Freudenstachel natürlich Köter. Boah, das war ja unglaublich schwer zu sehen, dass das da ist. Könnte man vielleicht noch ein bisschen besser verstecken. Also diese obere Spitze von der Leiter.
Wenn man die noch wegnimmt. Tuck, tuck. Ach so, und als Link kann man einfach Bodenattacken auf den Teilen machen. Na toll! Aber weil ich kein Link bin, kann ich das jetzt nicht mehr. Hä? Ach, nur als Link kriegt man das. Und wenn man nicht Link ist, dann muss man sich da den kleinen Hamachbild holen. Das ist ja fies. Ich hoffe mal, dass die hier echt sind. Ja, zum Glück. Der hat nämlich dem Boss zugetraut, dass man aus dem Bild springt, wenn man die berührt. Das gibt's ja nicht. Wie hat er denn das umgesetzt? Ach so, da kommen einfach verschiedene Gegner, die man alle machen soll. Na toll, da kommt eine Atombombe. Ach, jetzt kommen da richtige Endgegner. Boah! Immer wenn man auf ihn springen will. Das war ja klar. Wie sieht das denn zum Teufel aus? Ach man, was bin ich denn für ein Nopoid? Das war ja erstmal voll der Anfängerfehler. Ich werde viel zu viel getroffen von jedem Gegner. Jetzt kommen die Teile. Da wäre ich jetzt fast reingelaufen. Wow, da kommen lauter komische Äugler-Typis. Nein! Boah! Wow. Jetzt kommen die hier wieder. Im Original-Freundensachel haben die mich an einen Penis erinnert. Ach, da ist sogar was drin. Kann man die Teile jetzt abschießen? Natürlich nicht. Sonst wäre es ja einfach. Na toll! Wer rechnet denn damit, dass da plötzlich ein Pilz rauskommt? Oh! Da hatte ich jetzt echt Glück, dass das nicht als Treffer gegen mich gewertet worden ist. Im Zweifelsfall setzt der Boss natürlich immer dann seine Stacheln ein, wenn ich gerade auf ihn springen will. Mittelpunkt geholt. Mal sehen, was jetzt Fieses kommt. Ja, na klar. Sind das natürlich wieder Äugler. Wie soll man denn da durchkommen, ohne getroffen zu werden? Aber das... Auch der obere Schlangengenerator, der durch den ausgeht. Ach so, hier hat man natürlich gar keine Chance, weil man nämlich rutscht. Aber leider ist es nämlich so, dass es hier unten jetzt diese Abgründe, die da eigentlich hingehören, nicht gibt. In der Trial-Version gab es die nämlich. Und dann wäre es nämlich um einiges schwieriger und spannender. Überhaupt, ich wäre eigentlich dafür, dass der Boss
einen Hard Mode für das Ganze erstellt, wo die Stages alle noch viel schwieriger sind. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das selber zu machen. Dass ich das also alles so umwende, dass es schwieriger wird. Allerdings kann ich das leider nicht besonders gut. Dagegen der Boss, der hat's richtig drauf. Da kommt ein komischer Schatten. Der ist ein schwerer Gegner. Ach so, das ist so eine Art Bowser. Na toll, die Roller ist ja viel zu gut. Vor allem rutscht man jetzt nämlich sogar hier. Da hat man ja gar keine Chance. Na gut, ich kann also nur ausweichen und immer mal wieder so einen Block werfen. Ich bin aber offensichtlich zu blöd zum Ausweichen, weil man die ganze Zeit weiterrutscht hier. Manchmal wirft er dann auch einfach nicht. Man kann nur auf den Röhren normal laufen und überall sonst rutscht man. Ey, der Boss hat die Roller viel zu gut gemacht. Vor allem hat die Roller viel zu viele Striche. Kommt jetzt aber noch eine zweite Form? Wahrscheinlich schon, oder? Nee, Glück gehabt. Meine Güte. Das war ja so gut wie unmöglich. Na, da oben gibt's normalerweise jedenfalls nichts. Hä? Ach so, weil das nämlich Wasser ist. Weil Las Pamela könnte man überhaupt nicht schwimmen in dem Wasser. Und ich spiele ja RKS Freudenstachel normalerweise immer als Pamela, also im Weiß-Silber-Modus. Deshalb bin ich gar nicht gewohnt, dass man in dem Wasser überhaupt schwimmen kann. Aber irgendwie stelle ich mich jetzt gerade eben sowas von blöd an. Da wäre ich nämlich gerade eben fast aus dem Bild gesprungen. Fire in the hole! Ach, da kommt gar nichts mehr. Da kommen natürlich fliegende Fische, was auch sonst. Na toll! Und ich bin natürlich so nobig und lass mich auch noch treffen. Na zum Glück schießen die sich ja gegenseitig ab. Und hier, da hat mich der Boss gespoilert, dass er es irgendwie anders umgesetzt hat. Mal sehen, wie. Ach so. Da steht jetzt wahrscheinlich sogar ein Tipp, den er geschrieben hat. Hä? Hä? Wie nicht nach unten? Ich weiß nicht, ist hier jetzt irgend so eine Art Strömung? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall geht der zu weit nach oben. Ah!
toller kommt Blubber-Typis. Das sind schwere Gegner. Jetzt muss ich da schnell durchrasen, bevor die mich einholen. Hier kommt aber wahrscheinlich auch nochmal was. Hoffentlich ist hier jetzt ein Mittelpunkt. Ja, zum Glück. Der soll schneller nach unten gehen. Verdammt. Boah. Ist da irgendwas drin? Vielleicht eine Blume? Kann ich nämlich die erschießen, hätte ich killen. Und zum Glück kann man das hier nämlich auch wirklich. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the asshole! Oh! War das vielleicht mal knapp, ey? Tja, jetzt kommt allerdings ein ganz schwieriger Endboss, den man erstmal schaffen muss. Mal sehen, was der Endboss hier macht. Das ist der! Da gibt's mit Sicherheit eine zweite Form mit so einem Fiesi-Miesi-Angriff. Natürlich, jetzt kommt da Wasser! Jetzt wird's schwer. Na klar! Ja. Nein! Boah! Das war knapp! Boah! Okay, jetzt gibt's nur noch den sogenannten Büschelflüschelkopf. Das böllert da die ganze Zeit! Sehen, ob ich hier gegen den Büschelkopf eine Chance hab. Boah! Na toll, hier killt einen das dann natürlich sofort, wenn man runterfällt. Das fällt ja voll schnell runter dann. Um. Ach, da war sogar ein Abrennen. Es gab mal eine Version, wo diese Runterfallplattformen da überhaupt nicht existiert haben. Wo man so sofort tot ist, wenn man nicht gleich nach links geht. Kommt es natürlich in mir. Natürlich. Da konnte ich ja so richtig viel machen. Und hier darf man jetzt noch nicht mal überhaupt runterfallen. Bei den Sprüngen habe ich immer Angst runterzufallen. Aber immerhin habe ich jetzt einen Mittelpunkt.
das wurde dann gegenüber der Trial-Version erheblich vereinfacht, weil es sonst wahrscheinlich unmöglich gewesen wäre. Aber jetzt wird's schwer, ich sag's dir. Der Boss hat es sogar tatsächlich irgendwie hingekriegt, dass es genau so ist. Dass man also immer abwarten muss und dann zur richtigen Zeit springen. Wobei hier hat man den Vorteil, dass man sieht, wo die Blöcke kommen werden. Na toll, und hier kann man nicht gleich rüber. Ich muss es jetzt so machen. Dafür kommt jetzt aber ein Büschelflüschelkopf. Das ist nämlich ein ziemlich schwieriger Gegner. Ach, das ist jetzt der. Da ist so ein Erschi von oben gekommen. Na toll, der Boss hat ja den Büschelkopf viel zu gut gemacht. Das wird schwer. Wie soll man denn diesen Totalbüschelkopf schaffen? Nämlich normalerweise reichen zwar 4 Treffer, um den Büschelkopf zu besiegen. Aber man muss es erstmal schaffen, so viele Treffer zu landen. Der Büschelkopf schießt ja viel zu viel. Ach so. Aber man kann diese Flammenteile, die da unten rauskommen, auch einfach killen. Na gut, jetzt weiß ich das wenigstens und kann also versuchen, erstmal gezielt diese Flammenteile da wegzukriegen. Weil ansonsten nerven die eh nur die ganze Zeit. Weiter, so müsste ich erstmal Bomben kriegen. Oder hoffen, dass die Bomben so kommen. Ja, genau so. Nämlich diese Flammenteile dann getroffen werden. Na toll. Ah, jetzt ist die Flamme weg. Gilt aber den Büschelkopf irgendwie wegzukriegen. Mann! Boah, das war ja vielleicht mal mies. Der Boss hat den Büschelkopf viel zu stark gemacht. Aber gut, dann geht's im nächsten Video wieder weiter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.